So, herzlich willkommen zurück, Resident Evil Zero. So, jetzt müssen wir eben einmal gucken, wo wir stehen geblieben waren. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Schon ein Weilchen her, wo ich jetzt gespielt habe. Ah ja, wir haben jetzt ja den Anlagenschlüssel. Haben wir damit schon eine Tür geöffnet? Ich weiß es nicht. Wir haben ein bisschen Munition bei jedem. Das ist gut, aber sonst haben wir nichts. Ich habe nur noch... Ja, keine Ahnung. Momente einmal. Hatten wir hier nicht irgendwo... Da, die Steintafel. Die Steintafel. Jetzt ist natürlich die Frage, wo gehen wir jetzt hin? Tja. Das ist jetzt die Frage. Gehen wir jetzt hier runter? Was war da unten nochmal? Keine Ahnung. Oder gehen wir jetzt hier lang? Wo ging es da nochmal hin? Ich geh mal gucken einfach. Sonst dauert mir das jetzt viel zu lange. Wir gehen aber mal gucken, was wir noch so an Räumen haben. Ah ja, das waren ja die, genau. Hier war doch der Typ drin, oder? Ne, die waren da drin, okay. Ja, die können wir auch so erschießen. Die können wir auch so erschießen. Gut, wenn die da drin sind, heißt das, wir sind richtig. Da ist nämlich schon die Tür. Sonst war hier nichts mehr, glaube ich. Sind wir denn gesund? Falsche Taste. Nee, sie ist nicht gesund. Du bist nicht gesund. So, dann müssen wir einmal hier... eben einmal austauschen, dass wir gesund sind, denn das ist wichtig. Die Gesundheit ist das Wichtigste jetzt in diesen Zeiten sowieso. Gut, dann probieren wir mal die Tür aus. Brauchen wir nicht mehr. Gut, was erwartet uns hier? Böse Musik auf... Och, du heiliger... Heiliger Geppetto, sag ich ja immer. Schieß doch! Was ist denn mit dem Typen? Der hat ja keinen Bock, oder was ist da? Billy, was ist mit los mit dir, Billy? Sag mal, Billy, ist das jetzt dein Ernst? Das ist doch jetzt... Billy interessiert einfach nicht, dass sie stirbt. Okay. Damit haben wir Billys Gedankengänge jetzt mal erforscht. Er hat keinen Bock auf Rebecca. Anscheinend. Muss man Nina überlassen, muss er ja selber wissen. Wenn er keinen Bock auf die alte Tante hat, dann lässt er es einfach, ne? Oh, lassen wir sie mal sterben. Alleine komme ich sowieso besser klar. Gut. Dann nochmal das gleiche. Diesmal tausche ich aber, denn er hat die bessere Waffe. Können auch mit dem Säure-Ding einfach auf die schießen. Das wäre auch eine Idee. Ach, der hatte keine Munition mehr. Tja, so wird ein Schuh draus, ne? Ach, wir sind falsch. Der hatte keine Munition mehr. Nicht von wegen keinem Bock. Darauf muss man ja auch mal aufpassen. Okay. Meine Schuld gestehe ich ein. Kein Problem. Wir machen das schon hier. Also, da fällt mir gerade auf. Moment, wie macht man hier nochmal Pause? So. Habt ihr gar keinen Spielzaun gehabt, ne? Gut, den sollt ihr bekommen.
ist ja auch ein bisschen öde ohne, ne? So, dann wollen wir mal jetzt hier die... Moment, jetzt wechselst du mal schnell dahin. Gut. Dann müssen wir jetzt uns eben von dieser Waffe trennen. Ich hoffe, wir können die wiederholen. Denn ich möchte ihm die gerne geben. Alle. So. Und austauschen. So, dass er auch mal nachladen kann, der Junge. Kombinieren, machen wir das mal ganz schnell so und den Rest packen wir wieder rüber. Ja, kombiniert sieht das dann so aus und dann gehen wir wieder zu ihm, weil er kann, glaube ich, besser mit, ja, er hat keinen Schlüssel, hier, so. Ja, wegwerfen und dann können wir jetzt hoffentlich, sie hat Munition, wir müssen einmal tauschen. Hier kann er schon mal ausrüsten, dann geht das alles ein bisschen schneller. Und dann machen wir die jetzt fertig hier. Hoffe ich zumindest, dass wir es diesmal schön hinkriegen. So, Moment. Einer reicht. Und dann schießen wir mal mit einem Granatwerfer um uns. Was anscheinend gar nichts bringt. Ich gehe nochmal hier rein. Was ist hier drin? Hoffentlich kein Gegner. Er scheint ruhig hier zu sein, aber ist nur ein kleiner Raum, wo man mal verschnaufen kann. Ne, hier geht's auch nicht. Ach nö, noch einer davon. Was machen wir denn da? Jeden Fall die beste Sicht. Ja, da kann ich, glaube ich, nochmal laden. Also irgendwie müssen wir erstmal einen besiegen. Da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache. Tja. Ich glaube, da brauche ich mehr Molotow-Cocktails, oder? Hm. Ist ja traurig jetzt hier. Fange ich hier gerade spielen an und dann macht das schon keinen Bock mehr. Wenn man hier ständig auf die Fresse kriegt. Aber dermaßen auf die Fresse kriegt. Ist ja nicht mehr feierlich, ne? Ja, keine Ahnung, was wir jetzt, wie wir das jetzt machen wollen. Ist ein bisschen schlecht alles gerade. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss ich. Ich kann hier nichts. Da konnte ich gerade nichts drücken. Das erstmal ausrüsten. Und dann machen wir das ein bisschen anders. Dann gehen wir jetzt nämlich zu den Viechern da, machen die mit dieser Waffe, weil ich glaube, die ist nicht effektiv gegen diese Pflanzen. Da ist nur Feuer effektiv. Mal gucken. Irgendwie schaffen wir das schon. Hoffe ich mal. Uiuiui. Das ist ja was hier. So, da ist da oben, da müssen wir gar nicht hin. Das haben wir ja schon rausgefunden. Und jetzt einmal hier zwei Schüsse. Ja toll, jetzt bin ich schon verletzt. Von so ein bisschen da. Naja. Egal. Egal. Jetzt fange ich da auch schon mit an.
einen Moment. Tausch doch einfach mal immer alle aus. Was soll das denn hier? Gut, sie muss nicht so oft schießen. Eigentlich muss sie gar nicht mit, sogar die Aussage. Ich kriege hier natürlich nichts mehr rüber, aber das wirkt sowieso nicht. Das heißt, wir können ihr das geben. Und rüsten den einmal aus. Und dann gehen wir wieder... Hallo, nein. Dann gehen wir wieder rüber. Machen das mal so. Und zack. Und... Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es sonst machen soll. Sie hat die Pistole ausgerüstet. Ja, sie ist eigentlich keine Hilfe, oder? Ich weiß es nicht. Ich versuche es mal alleine. Ja, toll. Ja, wow. Wir sind, richtiger Experte sind wir. Der Schlüssel muss ja noch rüber. So, bitte. Ach ja, ich wünschte, ich könnte jetzt speichern. Aber, naja. So, dann wollen wir das nochmal probieren. So, einmal durch die schöne Tür. So, dann werfen wir mal einen. Rüste ich mal das Ding aus. Schmeißt auch nicht. Ich komme auch nicht vorbei. Das ist so dämlich. Tut mir leid, aber das ist einfach zu dämlich gemacht, diese Sicht schon. Jetzt haut er das Ding auch noch sonst wohin. Jetzt muss er eben tauschen, weil er hat überhaupt keine Energie mehr. Er ist schon quasi tot. Und... Ist noch irgendwas Wichtiges? Kritisch sind wir schon. Ja, hier Munition. Kann man mal. Ach komm, Munition brauchen wir auch nicht. Ja, kritisch. Dann müssen wir sie jetzt nehmen. Ich komme an dem Vieh auch nicht vorbei. Das ist so eng dort. Oder haben wir den jetzt besiegt? Ja, gut. Trotzdem muss ich jetzt erstmal alleine nach. Pflanzen suchen, denn er ist ja sofort tot, wenn irgendwas ihn nur anhustet. So, hier ist die Bar. Gibt's denn an der Bar wenigstens ein bisschen Heilung? Hier gibt's erstmal gar nichts. Und da kommen wir auch nicht vorbei, glaube ich. Kommen wir hier rum? Zur Bar kommt man gar nicht hin. Kann ich denn hier überhaupt irgendwas machen, oder? Eher nicht so. Hier ist nur ein Klavier, ja. Vielleicht ein bisschen Klavier spielen. Vielleicht heilt das auch. Hier der Schrank. Kein besonderer irgendwas. Hier ist auch nichts. Gut, überflüssiger Raum. Erstmal, hier steht nur ein Klavier. Falls wir irgendwas mal mit Klavier machen müssen, können wir das tun. Ich lasse es erstmal... Ja, in den einen Raum brauchen wir auch nicht gehen. Da wartet ja eh noch so einer auf uns. Und wir haben keine Molotow-Cocktails mehr. Nichts mehr haben wir. So, was kommt jetzt? Auch wieder irgendwelche Gegners. Nee, zum Glück nicht. Gucken wir uns erstmal um hier. Ja, die Tür sieht ja sehr gut aus. Die sieht auch nicht besser aus. Aber wir müssen ja mal vorankommen. Ich brauche Heilung. Eindeutige Heilung hier. Oh Mann, oh Mann. Ja, da kommt ein Zombie. Ne, ich möchte den bitte. Hallo? Schieß doch nicht daneben. Ah. Ja, er kippt einfach mal um. Thank you.
Meine Güte. Er lebt ja noch. Keine Ahnung, wo der jetzt gerade ist. Ja, natürlich. Ist auch mal gut gewesen hier. Meine Güte. Und er steht nochmal auf. Meine Fresse, halt die Schnauze. Ihr regt mich jetzt nur noch auf hier. Keine Pflanze, nichts, keine Heilung. Macht doch keinen Spaß. Was wird hier wohl gebaut? Interessiert mich nicht. Ich will das Ding hier haben. Ja, jetzt ist hier auch Warnung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier gibt's auch wirklich gar nichts. Ja, wir brauchen einen Griff. Okay, dann haben wir die nächste Steintafel. Ist hier nicht irgendwo ein... Oh, natürlich nicht. So, was ist das hier für ein... Schaltzentrum. Ne, hier ist sonst nichts drin. Jetzt haben wir schön uns verletzt. Okay, keine Heilung für Billy. Billy will einfach sterben. Und mal gucken, welche Gegner da auf uns warten. Wir haben ja sowieso keine Munition mehr. Das wird spaßig. Keine. Und ein Erste-Hilfe-Spray, aber nicht für sie. Hier ist nichts. Da sind Pflanzen drin, das ist schon mal gut. Noch eine Flasche. Ich habe Benzin. Habe ich das noch? Kann ich eh nicht tragen. Okay, dann holen wir erstmal Billy. Dem geht's ja nicht ganz so gut. Da ist der andere drin. Da kann ich jetzt ja nicht rein. Das ist natürlich ein Problem. Muss natürlich aufpassen. Was ist das denn jetzt? Kommt da noch so einer? Also wollt ihr mich denn wirklich... Wie soll ich denn so viele... Jetzt bin ich ja noch im falschen Raum oder was? Ich komme da jetzt doch gar nicht hin. Der stirbt doch jetzt. Meine Güte, mach doch noch mehr Gegner da rein. Schick doch noch 20 von denen rein, gar kein Problem. Meine Güte, das ist ja wohl so ein Witz. Da findest du hier nicht mal Benzin. Was soll ich denn mit dem ganzen Scheiß da jetzt anfangen? Soll ich den erschießen? Mit was? Witzbolde hier. Also tut mir leid, aber da raste ich auch mal aus. Weil das kann es ja wohl nicht sein, dass da noch so ein dummes Viech ankommt. Ich habe zwar ein bisschen Munition, aber trotzdem. Manometer, du. So, kann beides rüber. Dann erschießen wir den eben, wenn es geht. Wahrscheinlich nicht. Jetzt pack das rüber. Meine Güte. Sind wir denn hier? Uiuiui, sage ich nur. Uiuiui. So, verwenden. Sind wir wieder gesund. Der braucht wahrscheinlich wieder 18 Schüsse, dann verletzen wir uns sowieso wieder, dass wir voll verletzt sind.